Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur 34. Lesung des wundervollen Buches, aber wirklich wundervoll, von James Edgen Wiley, 1853. Ich bin immer noch ein bisschen perplex, dass es eine so alte, wunderbare Übersetzung von diesem Werk aus der Mitte des 19. Jahrhunderts von James Edgen Wiley gibt. James Edgen Wiley ist ein in meinen Augen sehr, sehr hochgeschätzter Autor, protestantischer Autor, der wundervolle Arbeiten verrichtet hat, wundervolle Werke geschrieben hat. Wobei wir ja in Englisch auch letztens zum Beispiel The Last Exodus or The Great Exodus or The Time of the End, also der große Auszug oder die Endzeiten, gelesen haben. Ein Buch, das es so auf dem Markt im Grunde gar nicht gibt, dass man auch in meisten Listungen von James Edgen Wileys Arbeiten nicht findet, auf das Brett gestoßen ist. Das haben wir komplett durchgelesen. Tom Fress hat Rome and Civil Liberty, also Rom und das bürgerliche Gesetz, vorgelesen, damals auf First Amendment Radio. Wir lesen jetzt das Buch Das Doppelgesicht des Papsttums, das es sowohl in Deutsch als in Englisch gibt. Wir sind halt in der 34. Lesung und natürlich behandelt James Edgen Wiley, wenn er sich über das Papsttum beschäftigt, mit vielen Dingen, die in anderen Büchern und anderen Lesungen auch schon besprochen wurden. Ich habe zum Beispiel, gestern bin ich Taxi gefahren und habe nochmal so 15 Seiten geschmökert in dem Buch, aus der puritanischen und reformatorischen Sicht des Antichristen. Das ist ein Buch von Ronald N. Cook. Gibt es in zwei Bändern. Da bin ich auf dem ersten Band jetzt auf Seite 150 von 300. Und da lese ich viel über die Geschichte und über die Inquisition und solche ganzen Sachen. Und natürlich, da kommen immer wieder Dinge, die man vorher schon mal besprochen hat. Aber die Lüge wird ja auch so oft verbreitet und so tief besprochen bei uns in der Welt, dass die Wahrheit gar nicht oft genug wiederholt werden kann. Und trotzdem, obwohl es Wiederholung ist, lerne selbst ich ab und zu noch mal was Neues damit bei. Also da wurde zum Beispiel in dem Buch von Ronald Cook wohl über Menschen gesprochen, die ich bis jetzt so noch gar nicht kannte. Ich kannte zum Beispiel die Geschichte der Hussiten so nicht. Ja, die kennen wir ja. Die Hussiten haben wir kennengelernt bei Romanismus und die Reformation. Jan Hus, der im Konzil von Konstanz 1415 lebend verbrannt wurde, obwohl ihm sicheres Geleit vom Kaiser Sigismund und dem Papst zugesichert wurde. Ich habe über die Lollards Dinge gelernt, die ich noch nicht kannte, und die Lollards sind die Folger von John Wycliffe. Und John Wycliffe war ja der Morgenstern der Reformation, wie man ihn nannte, aus dem 14. Jahrhundert. Also auch da immer wieder interessante Dinge. Heute lesen wir halt das 13. Kapitel in dem Buch Das Doppelgesicht des Papsttums. Und das 13. Kapitel handelt von dem Sakrament der Messe, ja, wenn ich mich nicht irre. Ja. Das heilige Abendmahl, Brotverwandlung, Messe, ihr hört mich schon ankommen, Brotverwandlung, ja, Transsubstantiation, haben wir alle schon besprochen. Trotzdem sind auch hier interessante Aspekte bei, die James Edgen Wiley hier benennt, die vielleicht woanders weniger stark hervorkommen oder weniger stark genannt wurden. Ich darf auch heute Abend wieder ein Lied ankündigen, das Alexander gemacht hat, und damit können wir uns dann auf die Lesung gleich einstimmen. Das ist ein wenig länger, dauert heute, glaube ich, knapp 5 Minuten, aber die Lieder können für mich gar nicht lang genug dauern. Deswegen habe ich jetzt auch bereits die 4. Kompilation, also Zusammenfassung von diesen Liedern, hochgeladen. Ich glaube, das ist auch wieder 7 oder 28 Minuten lang. Das erscheint jetzt nächste Woche. Wenn dieses Video rauskommt, natürlich schon lange Vergangenheit. Wir haben heute den 7. Juni. Das wird, glaube ich, um den 10., 11., 12. Juni erscheinen. Das könnt ihr dann ja mal anschauen. Es sind bereits 4 solcher Videos erschienen mit Musik von Alexander, alle zwischen 25 und 28 Minuten lang. Sicher die Mühe, sich das mal anzusehen und vor allen Dingen anzuhören, vielleicht als MP3, auch im Auto oder sonst wo abzuspielen und sich mal die wunderbare Musik von Alexander, wo er Gott in Musik verherrlicht, mal anzuhören und zu genießen. Dieses hier ist das 2. Lied über Psalm 107 und das hören wir uns dann jetzt mal an. Er hat die Tore aus Messing zerbrochen und die Stangen aus Eisen zerschlagen. Die Narren sind betrübt wegen ihrer Übertretung und wegen ihrer Ungerechtigkeiten. Und ihre Seele verabscheut alle Art von Nahrung und sie nähern sich
den Pforten des Todes. Da schrien sie zum Herrn, in ihrer Not, und er rettete sie aus ihren Nöten. Er sandte sein Wort und heilte sie. Und befreite sie von ihrem Verderben. O, dass die Menschen den Herrn für seine Güte und für sein wunderbares Wirken an den Menschenkindern preisen würden. Und die in Schiffen das Meer hinunterfahren, in den großen Wassern arbeiten. Diese sehen die Werke des Herrn und seine Wunder in den Tiefen. Und er gebietet und erhebt den stürmischen Wind, der die Wellen emporhebt. Steigen auf zum Himmel und sie steigen wieder hinab in die Tiefe, und ihre Seele zergeht in der Not. Sie wanken hin und her und taumeln wie ein Betrunkener und sind am Ende ihres Verstandes. Da schrien sie zum Herrn, in ihrer Not, und er rettete sie aus ihren Nöten. Und er beruhigte den Sturm, so dass seine Wellen still wurden. Da wurden sie froh, dass es still war. So bringt er sie in den ersehnten Hafen. O, dass die Menschen den Herrn für seine Güte und für sein wunderbares Wirken an den Menschenkindern preisen würden. Tja, wunderbare Einstimmung wieder auf die Lesung heute. Wie gesagt, 13. Kapitel, Seite 287 von 453, wer mitlesen möchte, vielleicht diese Seitenzahl auch anders in dem Buch, das Marius ja inzwischen wunderbar zwischen Anführungszeichen übersetzt, ja, von der Frakturschrift in die uns mehr gewöhnlich zu lesende lateinische Schrift. Eine ganz tolle Arbeit. Ich weiß nicht, wie die Seitenverteilung da ist, und ihr werdet dann später auf archive.org auch nicht nur dieses normale Buch hier finden, sondern auch das in Latein übersetzt, also in lateinische Schrift übertragene, nicht übersetzte, sagen wir mal, übertragene, die übertragene Version. Ist natürlich für einige Leute leichter zu lesen, aber ich will mich immer noch ein bisschen üben in dieser alten Schrift, deswegen bleibe ich hierbei, auch wenn er das neue Kapitel übersetzt hat. Ich bleibe jetzt also dabei, hier die alte Frakturschrift zu lesen, und das ist jetzt, wie gesagt, die 34. Lesung, das Heilige Abendmahl, Brotverwandlung oder mit dem römisch-katholischen technischen Term
Transsubstantiation und die Messe, wo wir ja schon wissen, dass das ein Opferritual ist. Ein altes, aus Babylon stammendes Opferritual. Wir kommen zum Sakramente des Abendmahls oder der Messe, wie Rom es nennt. Diese ist unter allem, was die gefallene Welt auf diesem Gebiete aufzuweisen hat, das Meisterstück missgläubigen Irrtums. Da habe ich einen kleinen Kommentar zu geschrieben, weil ich ja sagte, wie gesagt, das haben wir schon mal besprochen, und zwar in drei Lesungen des Werkes Die römische Kirche, Mysterien, Religion aus Babylon, das Buch von 1966 von Ralph Wutrow, bin ich hier in drei Lesungen bereits schon sehr tief drauf eingegangen. Diese Lesungen findet ihr hier, und deswegen habe ich hier die Links beigemacht, und die sind auch nicht besonders jetzt in der Beschreibungsbox dieses Videos mit bei, weil ihr da ja die ganze Spielliste findet von Babylon Mysterien Religion. Da müsst ihr da mal reingucken. Teil 2, 3 und 24 beschäftigen sich alle drei nur mit der Messe, nur mit dem sogenannten Abendmahl, mit der Brotverwandlung. Von daher ist das für einige Leute jetzt hier Wiederholung, aber wie gesagt, lasst uns dann ruhig die Wiederholung mal in den Worten eines Autoren von 1853 anhören. Was täglich in den Tempeln der römisch-katholischen Kirche verrichtet wird, um dem Amte der Priester besonderen Glanz und ihrer Person eine besondere Heiligkeit zu geben, ist diese unseligste Täuschung über die Anbetung des lebendigen, im Geiste und in der Wahrheit zu verehrenden Gottes, diejenige Handlung, in der die paganistischen, also die heidnischen Elemente, einen vollständigen Sieg auf dem Boden der Kirche erfochten haben. Die Stelle, welche der Papst einnimmt in dem System des päpstlichen Kirchenregimentes, nimmt die Hostie ein in dem Systeme des päpstlichen Gottesdienstes. Beide bilden, jedes in seiner Weise, den Höhepunkt des römischen Abfalls. Beide werden zur Gottheit verwandelt. Ein sterblicher und fehlbarer, sündiger Mensch auf dem Stuhle Petri und mit der Tiara gekrönt, wird ohne weiteres mit Attributen der Unfehlbarkeit bekleidet und in Unterwürfigkeit und Gehorsam wie Gott geehrt. Brot und Wein, sobald sie auf den römischen Altar gelegt, sobald die Gebete des Segenswortes des Priesters darüber, gesprochen sind, werden ohne weiteres als in das wirkliche Fleisch und Blut Christi verwandelt erklärt und zu der nur Gott gebührenden Anbetung öffentlich dargestellt. Brot und Wein zu der Anbetung öffentlich dargestellt. Das sind für mich die Kernworte dieses Satzes, um den römischen Katholizismus und die Messe zusammenzufassen. Und Anbetung ist nur für unseren Gott Elohim im Himmel, für keinen anderen. Das Abendmahl der ersten Kirche und die papistische Messe. Welch ein Unterschied! Und doch ist letztere, ob noch so verkleidet und umgestaltet, wirklich aus ersterem hervorgegangen. Wenn irgendwo, so zeigt sich hier, welch eine heillose Veränderung der Romanismus mit dem, was heilig, rein und einfach vorzunehmen imstande ist. Wie vollständig ist es dem Romanismus geglückt, des heiligen Mahles Charakter zu verändern und seinen Endzweck zu vereiteln. Die Erinnerung und das geheimnisvolle Zeugnis von dem größten Wunder, welches die Welt je gesehen, hat er umgebildet zu einer Zeremonie, deren Feier gerade den Wert und die Wirksamkeit dieses Wunders, des stellvertretenden Todes Christi nämlich, zunichte macht. Zu einem Menschen, den Priester verherrlichenden Ritus, hat er die heilige Handlung gemacht, von der gottbegeisterte Apostel ihres Stifters sagt, Zitat, so oft ihr von diesem Brote esset und von diesem Kelche trinkt, sollt ihr des Herrn Tod verkündigen. Ende Zitat. Ja, genau so ist das. Deswegen habe ich hier den Kommentar mit beigemacht. Die Schlange sagte, ja, ihr werdet sein wie Gott. Der Priester erhebt sich hier im Grunde zu Gott, wenn er Jesus Christus aus dem Thron im Himmel herunterbefiehlt in das Brot, um dort in Leib und Seele, Fleisch und Blut
Menschlichkeit und Göttlichkeit, Jesus Christus in diesem Brot zu werden. Das ist die Transsubstantiation. Da gehen wir auch gleich nochmal weiterhin drauf ein. Der Inbegriff der römischen Abendmahlslehre ist, dass in dem Augenblick, wo der Priester die Worte spricht, das ist mein Leib und dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut, in dem Moment, in dem Augenblick Brot und Wein verwandelt werden in das wirkliche Fleisch und Blut Jesu Christi. Dass ferner die Hostie angebetet werden muss, mit der sonst nur Gott zu zollenden Verehrung, und endlich, dass sie Gott durch den Priester dargebracht wird als ein wahres Versöhnopfer für die Sünden der Lebendigen und der Toten. Mit anderen Worten, jede Teilnahme an der Eucharistie ist eine Verleumdung des wahren Opfers Jesu Christi. Ich glaube, wenn das mehr Katholiken wirklich verstehen würden, dann würden vielleicht nicht mehr so viele daran teilnehmen. Oder vielleicht gerade doch, weil die Schlange hat ja gesagt, ihr werdet sein wie Gott. Oder bin ich ja mindestens so gut wie Jesus Christus selber. Dann gibt es vielleicht doch einige, die dann sogar vielleicht extra deswegen in die Messe gehen würden, wenn sie das verstehen würden. Dem wahren bibelgläubigen Christen, ja, dem dreht sich hier der Magen um, wenn er das liest. So erheischt denn der Gegenstand von selbst zu handeln. Erstens von dem Dogma der Transsubstantiation oder Brotverwandlung, zweitens von der Anbetung der Hostie und drittens vom Messopfer. Beim Schlusse des für die Gläubigen, das heißt erwachsenen getauften Christen und Katechumenen gemeinsam gehaltenen Gottesdienstes, sprach in der abendländischen alten Kirche der Diakon die Worte Ite missa est, das heißt gehet, die Gemeinde ist entlassen. Und nun begann der Abendmahlskultus für die Gläubigen. Daher ward es allmählich gebräuchlich, den Letzteren mit dem Worte Missa, Messe, zu bezeichnen. Jahrhunderte aber hat es gedauert, ehe diese ihre gegenwärtige Form erhielt. Die Transsubstantiation, also Wesensveränderung, wurde im 9. Jahrhundert zuerst gelehrt, aber erst 1215 unter Innozenz dem III. Kirchlich fixiert. Innozenz der III. Ist derjenige, der übrigens auch die Inquisition eingeführt hat im Jahre 1209. Oder 1204 ist das im Grunde auch schon angefangen, aber in der Zeit Beginn des 13. Jahrhunderts. Und andere drei Jahrhunderte dauerte es, also weitere drei Jahrhunderte dauerte es, ehe das Tridentiner Konzil, wieder einmal das Konzil, die Messe für ein wirkliches Sühnopfer erklärte. Auf das Dogma der Transsubstantiation ist die ganze Messe begründet. Das heißt, wenn man die Transsubstantiation ablehnt, dann lehnt man im Grunde die ganze Messe ab. Das ist der Pfeiler, auf dem sie aufgebaut ist. Deswegen ist es so wichtig für die römisch-katholische Kirche, dass die Transsubstantiation anerkannt wird. Und das nennt sie dann mit Menschen in voller Kommunion zu sein. Sonst ist man niemals in voller Kommunion. Und die ganzen, zwischen Anführungszeichen, Protestanten, diese Evangelikalen, die durch die ökumenische Bewegung zurück unter die Fittiche Roms gekommen sind, sind immer noch nicht in voller Kommunion mit der römisch-katholischen Kirche. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Deswegen wird sie die auch in der Zukunft, wenn die Inquisition wieder auf vollen Touren läuft, als erstes abschlachten. Ja? Weil die akzeptieren das Dogma der Transsubstantiation nicht, auch wenn sie ökumenisch sind. Aber wenn man das nicht akzeptiert, dann akzeptiert man die Messe als Ganzes nicht. Und die Messe, das Opferritual, das die römisch-katholische Kirche damit ausführt, ist der Pfeiler, auf dem dieser heidnische, nach außen hin christliche Glaube gebaut ist. Auf das Dogma der Transsubstantiation ist die ganze Messe begründet. Deshalb wird im Tridentinum also festgestellt, Zitat,
Wenn jemand behaupten sollte, dass in dem allerheiligsten Sakramente des Abendmahls die Substanz des Brotes und des Weines in Vereinigung mit dem Leibe und Blut unseres Herrn Jesu Christi verbleibe und jene wunderbare und einzigartige Verwandlung der ganzen Substanz des Brotes in Leib und der ganzen Substanz des Weines in Blut, welche derart geschieht, dass bloß die Gestalt des Brotes und Weines bleibt, welche Verwandlung die katholische Kirche mit dem angemessenen Namen Transsubstantiation bezeichnet, leugnen sollte, der sei Anathema, der sei verflucht. Und das könnt ihr in dem berühmten Buch, das ich immer wieder hier gehalten habe, von Neuner und Roos, Glaube der Kirche, wo es um die Beschlüsse des Tridentiner Konzils geht, könnt ihr das alles nachlesen. Rom ist sehr besorgt, den vollkommenen und vollständigen Charakter der Verwandlung, welche die Worte des Priesters vollbringen sollen, aufs Nachdrücklichste zu bezeichnen. Keine Vermischung des Brotes und Weines mit dem Leibe und Blute Christi findet statt. Die Substanz des Brotes und Weines wird vernichtet und der Priester reproduziert, schafft, kreiert, legt auf den Altar, bringt in den Mund der Gläubigen den wahren, verwandelten Leib des von der Jungfrau Maria geborenen Gottessohnes. Ja, dass sogar die Knochen, Nerven und Sehnen des Körpers Christi in der Hostie enthalten seien, wird in der rohesten, kapernaitischen Weise gelehrt. Ja? Kapernaitische Weise, ja, da müssen wir mal eben lesen, worum geht es denn hier? Das kommt aus Kapernaum oder Kapernaitisch, ja, Kapernaum, kennen wir das auch aus dem Englischen, das ist aus Johannes Kapitel 6, Verse 52 und folgende. Da lesen wir das mal eben draus, dass wir wissen, was die kapernaische Version ist. Entschuldigung, mal kurz einen Schluck Kaffee zwischendurch trinken. Da stritten die Juden untereinander und sprachen, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Darum sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahrhaftig Speise. Und mein Blut ist wahrhaftig Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich um des Vaters Willen lebe, so wird auch der, welcher mich isst, um meinetwillen leben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Es ist nicht wie das Manna, das eure Väter gegessen haben und sind gestorben. Wer dieses Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Dies sprach er, als er in der Synagoge von Kapernaum lehrte. Kapernaum, davon kommt das Wort kapernaitisch, und von daher haben wir hier, was der Autor meint, wird in der rohesten kapernaitischen Weise gelehrt. Die Sinne nehmen durchaus nichts von dieser Wandlung wahr. Weder das Auge noch die Hand, und doch ist sie im Liborium bewahrte Hostie Fleisch, der im Kelch nach den Worten der Wandlung enthaltene Wein Blut. Ziborium kommt aus dem lateinischen Ciborium mit C vorn dran, geht um den Trinkbecher, ist ein auf Säulen ruhender Aufbau über einem Altar. Ein solcher steinerner Altarüberbau, ein Altarziborium oder Baldachin findet sich besonders häufig in christlichen Kirchen in Italien. Wir können uns ja mal eben ein solches angucken. Und zwar finden wir das, muss ich mal eben gucken, ob ich das hier unter Vatikan gespeichert habe. Und dann muss ich auch noch sehen, in welcher Sprache. Ihr kennt diesen Altar im St. Petersdom. Da hatten wir in Babylon Mysterienreligion auch bereits Bilder von gesehen. Und da sind ja diese Säulen, wo oben dran an diesen Säulen auch noch die Sonnensymbole dran sind. Na, hier ist das nicht. Altar vielleicht.
Ich weiß immer nicht, unter welchen Worten ich das abgespeichert habe. Von daher müsst ihr mir zugestehen, dann dauert das hier eben, bis der Computer die ganzen Bilder sucht, wo ich dann die Stichworte eingebe. Ja, ich finde es jetzt hier nicht. Hier ist das nicht. Hier, ja, hier kann man das nicht sehen, dass das da oben drüber ist. Peter vom Petersdom vielleicht, dass das da drin ist. Ja, hier war es doch. Hier, das ist jetzt zwar ein Bild, da ist es ein bisschen weiter weg. Ich habe noch ein anderes, das nicht dabei ist. Aber das hier unten ist der Altar. Das seht ihr ja, ne? Hier ist der Altar und dahinter das mit der Sonne durch. Hatten wir in Babylon Mysterien die Religion auch besprochen. Und dann halt hier oben dieser Aufbau, das ist halt dieses Ziborium, ne? Dieser Baldachin, der sich da oben drüber befindet. Das ist das, wovon hier gesprochen wird, ne? Alleine schon dieser ganze Aufbau, um das für so ein Ritual zu gebrauchen, ist ja auch schon wieder was. Hier haben wir noch den Thron des St. Peter. Ja gut, das ist dann der untere, kleinere Teil nur. Habe ich das andere Bild auch noch? Ich hätte sonst noch eins gepostet im Ah, du Chat. hast eins gepostet. Hier sieht man das auch nochmal. Entschuldigung, Ja. hier sieht man das auch nochmal sehr gut. Ich war da noch ein bisschen größer. Ist deins besser als das? Ich glaube, hier Ist sieht man es. ein anderes, aber ist auch sehr gut, das hier. Okay, dann schauen wir deins mal an. Ein Groß. Das ist jetzt natürlich nicht das aus dem Petersdom, das ist aus dem anderen Dom, aber hier sieht man es also sehr, sehr deutlich. Hier unten ist der Altar, dann die vier Säulen, die auf dem Petersdom hier oben noch mit Sonnensymbolen markiert sind und dann eben dieser Baldachin da oben drüber und das ist genau das, wovon wir gerade eben gesprochen haben. Ja, danke Alexander, das ist ein schönes Bild, dass du das hier reingemacht hast. Und hier sehen wir das dann nochmal im Petersdom, wie gesagt, groß genug. Die Säulen hier oben sind noch die Sonnensymbole. Hier ist auf der Seite. Hier sieht man noch ein kleines. Weiß nicht, ob ihr das jetzt erkennen könnt. Naja, die Auflösung ist natürlich nicht so scharf, dass man das jetzt als Sonnensymbol hier erkennen kann. Auf der Seite jedenfalls ist das normalerweise. Und sonst sehen wir hier den Altar. Na, hier unten ist der Altar mit den Kerzen. Und da wird dann halt die Hostie und der Wein hingelegt, da kriegt man den dann und das Ganze ist dann halt hier oben mit dem Baldachin. Welche Figuren das so oben drauf sein mögen, das kann man sich auch immer die Frage stellen, aber wir wissen ja, das ist ja Rom. Ne? Also haben wir eine kleine Idee davon, was das ist. Habe ich euch das auch nochmal eben zeigen können. Ja, schöner kleiner Ausflug in diese Geschichte eben nochmal. Mit dem Ziborium. Da lesen wir den Satz nochmal. Da sogar die Knochen, Nerven und Sehnen des Körpers Christi in der Hostie enthalten seien, wird in der rohesten, das sogar, ja, dass sogar die Knochen, Nerven und Sehnen des Körpers Christi in der Hostie enthalten seien, wird in der rohesten kapernaistischen Weise gelehrt. Ja? In Kapernaum hat Jesus Christus natürlich gesagt, das steht da Symbol für, aber hier sagen sie das, das ist ein absoluter Leib. Inklusive Knochen, Nerven und Sehnen. Und da musst du dann drauf rumkauen. Purer Kannibalismus. Die Sinne nehmen durchaus nichts von dieser Wandlung wahr, weder das Auge noch die Hand. Und doch ist die im Ziborium bewahrte Hostie Fleisch und der im Kelch nach den Worten der Wandlung enthaltene Wein Blut. Es ist kaum möglich, fährt der Autor fort, alle empörende Konsequenzen dieser papistischen Wandlungslehre ohne Profanation des Heiligen durchzudenken. Indes darf uns dies von weiterer Erörterung nicht abhalten, da nicht wir, sondern Rom dafür verantwortlich ist. Die Priester der römischen Kirche haben die Macht, nicht nur den Körper unseres allerheiligsten Erlösers samt seiner Gottheit, so oft sie wollen, zu schaffen, sondern auch nach Gefallen ins Unendliche zu vervielfältigen. Bei jeder einzelnen Messe werden wenigstens zwei Christus erschaffen. Ein ganzer Christus in der Hostie, ein zweiter Christus im Kelch. In einer Fußnote gehen wir hier nochmal auf den Historiker Dens ein. Und der verwirft die Benennung, er verwirft die Benennung Schöpfung für die Transsubstantiation, weil schaffen bedeutet, etwas aus nichts hervorbringen. Na, das ist eben, wie in der Bibel geschrieben steht, Genesis 1,1, am Anfang schuf Elohim, so ist Gott da übersetzt, deswegen gebrauche ich das Wort jetzt öfter mal.
Himmel und Erde. Und da noch nichts war, hat er es aus nichts vorgebracht. Deswegen sagen die Evolutionstheoretiker ja auch, aus nichts ist alles entstanden. Das stimmt, aber weil es geschaffen wurde und nicht, weil es aus Zufall entstanden ist, wie die uns weismachen wollen. Etwas aus nichts hervorbringen, das ist etwas wirklich schaffen. Deswegen schafft auch kein Mensch auf dieser Erde was. Ein Künstler, ein Bildhauer, der schafft nichts, der legt nur frei, was da sowieso schon ist. Er legt seine Interpretation davon frei, seine Sichtweise des Materiellen, was es vorher schon gibt, das legt er frei. Oder er bastelt sich etwas in der Richtung, aber er schafft nichts. Aus dem Nichts hat noch kein Mensch irgendwas geschaffen. Kann er auch nicht, weil nur Geist kann schaffen und wir sind kein Geist, wir sind hauptsächlich Materie hier. Der Geist von uns wird in dieser Welt getötet. Aber gut, ich will jetzt nicht zu weit abschweifen, ich lese mal weiter vor, was er hier sagt. Also Denz verwirft die Benennung der Schöpfung für die Transsubstantiation, weil Schaffen bedeute etwas aus Nichts hervorbringen, während das Fleisch und Blut Christi aus Brot und Wein gemacht werde. Also, deswegen heißt es ja auch Transsubstantiation, Wesensveränderung. Ja, es ist nichts Neues schaffen, es ist das Wesen verändern. Das Wesen von Brot in Fleisch und das Wesen von Wein in Blut. Mithin verwirft Denz auch die Behauptung, dass die Substanz des Brotes und Weines vernichtet werde. Aber das Konzil zu Trient in der 30. Sitzung im 2. Kanon verkündigt einen Fluch gegen alle, welche behaupten würden, dass die Substanz des Brotes und Weines nach der Konsekration bliebe. Wie schwer ist es also, zwischen Denz Erklärungen und dem Tridentiner Anathema unbeschädigt hindurchzukommen? Ja, das ist eine Slalomfahrt und da werden sich die größten Skiabfahrer der Welt die Beine beibrechen, wenn sie das versuchen wollen, um das mal eben probieren, bildlich darzustellen. Das geht nicht. Diese zwei Dinge kann man einfach nicht zusammenbringen. Ja. Jetzt seht ihr langsam, auf welchem Sumpf, auf welchem Sand, Treibsand die Messe und damit die ganze römisch-katholische Lehre der Transsubstantiation und die ganze Messe, die ganze Opfermesse überhaupt gebaut ist. Ne? Das Tridentiner Konzil sagt, es ist ganz gewiss, dass der ganze Christus unter jeder Gestalt, also Fleisch und Blut, und unter beiden enthalten ist, also Brot und Wein. Denn Christus ganz ungeteilt existiert unter der Gestalt des Brotes und jedem Teilchen desselben und unter der Gestalt des Weines und in jedem seiner Teilchen. Ende Zitat. Der Historiker Perron sagt, das Fleisch kann nicht vom Blute, von der Seele und von der Gottheit getrennt werden. Deshalb muss unter jeder einzelnen Gestalt der ganze Christus gegenwärtig sein. Ende Zitat. Aus dieser rohen Auffassung folgt, dass so viele ganze Christus vorhanden sind als geweihte Hostien im Ziborium oder auf der Patene, wieder ein neues Wort, ja, die Patene vom altgriechischen Patane oder lateinisch Patina, Schale ist ein liturgisches Gefäß, das bei der Feier der Eucharistie verwendet wird. Diese Patina gehört damit zu den Vasa Sacra, also das sind heilige Gefäße, heilige Vasen. Die Patene oder Patena hat die Form einer flachen, runden Schale. Vasa Sacra heißt heiliges Gefäß. Ja, das könnt ihr nachlesen unter dem Wikipedia-Artikel über die Patene, das ich extra rausgesucht habe. Und diese Links sind natürlich auch in dem Buch, das ich auf archive.org hochlade. Also ihr kriegt da die ganze extra Information gleich mitgeliefert. Ihr müsst das nur kurz in den Browser kopieren und dann die Seite öffnen. Weiter sagt der Autor, dass wenn wir eine Hostie teilen, ein ganzer Christus in jedem Teilchen ist, mag man die Teilung auch wer weiß wie oft fortsetzen. Also mit anderen Worten, ich habe diese konsekrierte Hostie in der Hand, ich teile sie in 10 Stücke und dann habe ich auf einmal 10 Christusse. Oder 20. Oder in wie viele Teile ich das auch mache. Ebenso mit dem Kelch und jedem einzelnen noch zu oft geteilten Tropfen desselben. Wenn man nun bedenkt, auf wie viel 1000 Altären die wandelnden Worte gesprochen, also dieser Hokuspokus, in wie viel 1000 Sakramentshäuschen
Hunderte von Hostien aufbewahrt werden, deren Substanz vernichtet worden, in denen der Leib des Herrn mit Knochen und Nerven nach der Kirche approbiertem Ausdrucke vereinigt und mit seiner Gottheit und von Neuem geopfert vorhanden ist. Wenn wir bedenken, dass dieser Leib umhergetragen, verloren, auch wohl an die Erde geworfen, zertreten, von Würmern zerfressen, von... Doch müssen wir hier einhalten. Die Feder sträubt sich um der entsetzlichen und ekel erzeugenden Lästerung willen, welche die römische Kirche ihren Gliedern als das Kleinod ihres Glaubens anzupreisen wagt. Worauf stützt nun die Kirche diese Lehre? Auf die, wie sie behauptet, auf die buchstäbliche Erklärung der Einsetzungsworte Jesu Christi. Das ist mein Leib. Buchstäblich, sagt man, können diese Worte nur einen Sinn haben, wenn die Verwandlung vorausgeht. Sie müssen aber buchstäblich genommen werden. Folglich muss die Verwandlung vorausgehen. Dies ist die in den mannigfachsten Wendungen immer wiederkehrende logische Operation bei den verschiedensten Verteidigungen des Dogmas von der Transsubstantiation. Dass diese Beweisführung ein Zirkel ist, liegt zutage. Dass das Wörtchen ist, also est, durchaus nicht genügt, die buchstäbliche Auffassung der Abendmahlslehre, wie die lutherische Kirche sie lehrt, geschweige die Verwandlungslehre zu stützen, ist klar, da jeder Bibelkundige weiß, dass dieses Wort an unzähligen Stellen der Heiligen Schrift in einem figürlichen Sinne vorkommt. Ja, die romanistische, wie überhaupt jede Erklärung der Einsetzungsworte, muss in dem zweiten Teile derselben ohnehin von dem buchstäblichen Sinne ab und zu dem figürlichen übergehen, weil es wörtlich heißt, dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut. Nicht nach Analogie der vorigen Worte, das ist mein Blut. Gehen wir mal kurz in eine Fußnote hier rein. Nochmal kurzer Schluck. Kalter Kaffee schmeckt nämlich nicht. Sicherlich, schreibt der hier Autor oder der Übersetzer hier in einer Fußnote, sicherlich ist so verkehrt als möglich, einen hermeneutischen Kanon zu verwerfen, ja, also hermeneutisch ist erklären, auslegen, übersetzen, Bibelerklärung ist Hermeneutik, ja, sicherlich ist so verkehrt als möglich, einen hermeneutischen Kanon zu verwerfen, den man unmittelbar darauf anzuwenden, dennoch genötigt ist. Auch die lutherische Abendmahlslehre kann deshalb nicht durch den Wortlaut der Einsetzungsworte erhärtet werden. Diese vielmehr können, mit Ausnahme der römisch-katholischen, alle christlichen Parteien mit gleichem Recht für sich anführen, sondern muss vornehmlich auf 1. Korinther 10, 16 zurückgehen. Dort steht geschrieben, der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes Christus? Oder wie hier aus der Bibel geschrieben steht, der gesegnete Kelch, welchen wir segnen, ist er nicht? Und so weiter. Deswegen habe ich den ganzen Text vorgelesen. Als ihren Hauptschriftbeweis gegründet worden. Unser Verfasser ist entschiedener Anhänger der reformierten zwinglischen Lehre, weshalb viele seiner zahlreichen beigebrachten Argumente gegen die Wandlungslehre auch gegen die lutherische und calvinistische Theorie gerichtet sind, ohne dass er diese ausdrücklich verwirft, wie dies auch weder im Zwecke des Buches noch in seiner Eigentümlichkeit begründet gewesen wäre. Wir halten es aber nicht für nötig und zweckdienlich, alle einzelnen Ausführungen gegen das römische Dogma als ein der schriftgläubigen Vernunft hohnsprechendes wiederzugeben. Stattdessen wollen wir einen Punkt wenigstens andeuten, der für diesen Gegenstand von allerhöchster Wichtigkeit ist. Ich füge das Wort aller hinzu. Die Wandlungslehre, so unvernünftig sie sein mag, ist doch nichts anderes als ein reines Vernunftsfündlein, ein Erklärenwollen des von Gott als unerklärlich und geheimnisvoll uns gegebenen, ein sündlicher, abergläubischer Rationalismus, der das Ist in ein Wird verwandelt sein umformt, trotzdem,
dass nicht ein einziges Schriftwort für diese Interpretation spricht, weshalb auch die römischen Dogmatiker ihre Zuflucht zu den Märlein, also Märchen, von den blutenden Hostien und dergleichen zu nehmen genötigt sind. Anmerkung des Bearbeiters, also Übersetzers dieses Buches. Nun, mir ist gerade aufgefallen, ich hätte hier etwas anstreichen sollen. Ich mache das jetzt eben und füge dann einen, ich hoffe, interessanten Kommentar dazu bei. So unvernünftig dies sein mag, ist doch nichts anderes als ein reines Vernunftsfündlein, ein Erklärenwollen des von Gott als unerklärlich und geheimnisvoll uns Gegebenen. So, ich werde das mal kurz anstreichen, dass wir uns diesen Satz nochmal ganz in Ruhe anschauen können. Es ist doch nichts anderes als ein reines Vernunftsündlein, ein Erklärenwollen des von Gott als unerklärlich und geheimnisvoll uns Gegebenen. Ich möchte jetzt mal kurz auf ein anderes Thema hinaus. Das hat mit den Sakramenten jetzt gar nichts zu tun. Aber das ist etwas, das habe ich bereits schon so oft gesagt. Viele Leute werfen mir vor oder haben mir in der Vergangenheit vorgeworfen, ich würde Trinitätslehre lehren. Ich lehre keine Trinitätslehre. Ich habe nie Trinitätslehre gelehrt. Ich habe auch nie die Trinität als biblisch verstanden. Das ist sie nämlich auch nicht. In der Bibel gibt es eine Gottheit. Im Alten Testament steht geschrieben, unser Gott, der Herr, ist ein Gott. Aber dieser eine Gott hat drei verschiedene Arten und Weisen, wie er sich uns offenbart. Nämlich als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist. Und deswegen wird natürlich in der römisch-katholischen Lehre die babylonische Lehre der Trinität auf diese drei, zwischen Anführungszeichen, Personen zugestellt. Beinahe jede protestantische Kirche, inklusive Sieben-Tags-Adventisten und alle anderen, lehren die drei Personen der Gottheit. Das habe ich nie. Das werde ich auch nie. Weil die Gottheit ist etwas. Und das ist genau das, worauf ich hier mit diesem Satz Bezug nehmen wollen. Ja? Die Gottheit ist ein von Gott unerklärlich und geheimnisvoll uns gegebener Fakt. Wir müssen es einfach annehmen, dass auf der einen Seite Gott in der Bibel sagt, ich bin ein Gott. Und auf der anderen Seite, dass dieser Gott sich uns in drei verschiedenen oder auf drei verschiedene Weisen, Manieren sich uns offenbart. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Deswegen ist es trotzdem ein Gott. Die meisten sagen von, ja, ich verstehe das nicht. Also ist der Vater eine Person, der Sohn ist eine Sohn und der Heilige Geist ist eine Person. Nee, das steht so nicht in der Bibel. Unser kleiner, unvernünftiger, gefallener, menschlicher Verstand will das so machen, weil wir das sonst in unseren Kopf nicht reinkriegen. Und wisst ihr, was das nur ist? Das ist das Leugnen von Glauben. Wenn Gott sagt, ich bin einer, dann ist er einer, dann ist er nicht drei. Auf welche Art und Weise das auch immer sein mag, dass er sich sowohl als Vater, als Sohn, als Heiliger Geist vorstellt und sich präsentiert, wie auch immer, er ist trotzdem ein Gott. Das hat nichts mit der Trinität zu tun und das hat nichts damit zu tun, dass viele Leute sagen von, ja, denk zum Beispiel mal, Gott ist wie Wasser. Ne? Das gibt es als Dampf, das gibt es flüssig und das gibt es gefroren. Drei Aggregatzustände, ein und dasselbe Produkt. Gott ist wie Wasser. Blasphemie. Oder das Ei. Ne? Das ist die Schale, das ist das Eiweiß und das ist der Dotter. Drei Dinge, aber es ist eins. Es gibt viele Leute, die erklären die Gottheit tatsächlich so. Jetzt könnt ihr sagen von, ja, das ist lächerlich, das habe ich nie geglaubt. Das kann auch sein. Jeder glaubt da sein Ding, jeder kann sein Ding glauben. Ich will da auch gar keine Lehre oder irgendwas über den Zaun brechen. Ich sage euch ganz einfach, ich bin hier 100% mit dem einverstanden, was der Bearbeiter dieses Buches über die Messe sagt, was er hier über die Transsubstantiation sagt. Das sage ich von der Gottheit, dass wir einen Gott haben, der in der Bibel uns vorgestellt wird als drei verschiedene, zwischen Anführungszeichen vielleicht jetzt mal Personen, um es mal verständlich zu machen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, die keine Personen in dem Sinne sind, aber es ist ein Gott. Und ich nehme das ganz einfach so an, wie der
Autor oder der Bearbeiter das hier eben auch sagt, es ist das menschliche Erklären wollen eines von Gott als unerklärlich und geheimnisvoll uns Gegebenen. Wenn Gott es erachtet, uns das als unerklärlich und geheimnisvoll zu geben, wie wollen wir oder warum wollen wir da unsere Köpfe drüber zerbrechen? Das geht uns gar nichts an. Wisst ihr was, in der Bibel steht ganz gleich. In der Bibel steht ganz klar geschrieben, wenn wir Jesus Christus entgegenkommen am Tag seiner Wiederkunft, dann werden wir ihn sehen, nachdem wir verwandelt worden sind, dann werden wir ihn sehen, wie er wirklich ist. Dann werden wir das verstehen. Vorher, wo wir hier im sündigen Fleisch auf dieser Erde sind, werden wir das nicht verstehen. Das hat nun mit der Messe nichts zu tun, das hat mit der Transsubstantiation nichts zu tun, aber das hat damit zu tun, dass viele Leute ganz leicht sich von dieser falschen Lehre der Trinität fangen lassen, ja, und dann sagen von, ja, ich kann es mir anders nicht erklären. Ja, nehmt dann bitte an, genau wie der Autor das hier vollkommen korrekt sagt, das Erklären wollen, etwas, was Gott als unerklärlich und geheimnisvoll macht, das ist Anmaßen, das ist Gotteslästern, das ist etwas, was die Jesuiten gerne tun. Ein bibelgläubiger Christ sollte sich einfach mal zurücklegen und sagen von, Gott hat gesagt, dass es so ist es und so akzeptiere ich es. So, Marius, du wolltest was sagen dazu? Ja, es ist klar, dass wir Gott, wie er wirklich ist, nicht begreifen können, zumindest in unserem jetzigen Zustand nicht. Aber diese Dreifaltigkeit, beziehungsweise keine Dreifaltigkeit, sondern diese drei Erscheinungsformen, kann man sich zumindest in unserer heute technisierten Welt vielleicht leicht, sehr leicht erklären. Das ist nichts anderes als drei verschiedene Schnittstellen zu demselben einen unbegreiflichen Gott. Ja, wenn er unbegreiflich ist, warum versuchst du es dann zu erklären? Nein, ich erkläre nicht, wie er selber ist, aber wir, uns Menschen, sind drei Schnittstellen, drei Zugänge zu ihm offenbart worden. Und das ist in der Form vom Vater, vom Heiligen Geist und von dem Sohn. Das sind Zugänge zu ihm, die uns gegeben worden sind. Schnittstellen, wenn man das technisch ausdrücken würde. Das heißt, ist eigentlich ganz leicht verständlich. Er ist eine. Wir können uns ihn nicht vorstellen, aber damit wir einfache Menschen mit ihm interagieren können, hat er uns sozusagen drei Türchen, drei Schnittstellen, drei Zugänge zu ihm offen gehalten. Da bin ich etwas anderer Meinung. Ich finde, darum, dass wir mit ihm kommunizieren können, hat er uns seinen Sohn gegeben. Und es steht deutlich im Neuen Testament geschrieben, dass es nur einen Mittler zwischen Gott und dem Menschen gibt, und das ist der Mensch Jesus Christus. Also da brauche ich nicht irgendwelche Schnittstellen oder was. Ich habe Jesus Christus, an den ich mich wenden kann. Ja, da steht ganz deutlich auch, in der Bibel so drin. Ja, Schnittstelle ist vielleicht zu technisch, aber das ist ein Zugang zum Gott. Das ist die Kommunikation mit Gott. Jesus Christus ist die einzige Kommunikation mit Gott. Ja, Jesus Christus hat gesagt, ich bin die Wahrheit, der Weg und das Leben und niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Also nur durch Jesus Christus kommen wir zum Vater. Jesus Christus ist der einzige Weg zum Vater. Es gibt keine anderen Wege. Und wie gesagt, schau, ich find's schön, Marius, dass du dir Gedanken darüber machst und dass du da einen Beitrag zu bringen willst, aber lass uns doch lieber darin übereinstimmen, dass wir sagen, was der Autor hier sagt, dass wir mit unserem unzulänglichen Gehirn im Fleische erklären wollen, was Gott als unerklärlich und geheimnisvoll uns gibt. Das sollten wir nicht tun. Wir sollten es akzeptieren, wir sollten es glauben und wir sollten sagen, weißt du, warum es so ist? Weil Gott sagt, dass es so ist. Können wir uns da nicht drauf einigen? Kann man auch, ja. Na siehst du. Das ist doch schön. Alles andere, weißt du, ist so die Gefahr der Sophisterie, der Haarspalterei. Ich will es doch irgendwie erklären. Dann kann ich genauso sagen, ich nehme die Erklärung mit dem Ei. Schale, Eiweiß und Dotter, nach dem Motto. Drei in einem. Oder Wasser. Gasförmig, flüssig und gefroren. Nee, ich verwerfe das alles. Und ich schließe mich absolut hier dem Übersetzer des Buches an, der sagt, es ist ein Vernunftsündlein, wenn wir das erklären wollen, was uns von Gott als unerklärlich und geheimnisvoll gegeben ist. Man muss ihm auch einfach mal sich erniedrigen können und zugeben können, Gott hat recht und ich bin weit von Gottes Weisheit entfernt. Das ist meine Konklusion zu diesem Thema.
kannst du dich und die anderen, die hier zuhören, sich daran anschließen, dann lasst mal gerne was hören. Ist doch mal eine interessante Sache, um drüber zu sprechen. Sicher, wenn da andere Meinungen drüber sind. Ja, ich kann vollständig zusprechen, dass also gleiche Meinung sein, dass wir vieles, was Gott uns offenbart, wir einfach annehmen müssen, dass wir uns davon vieles selber nicht vorstellen können, schon mal gar nicht, wie er wirklich da in den höheren Sphären aussieht oder ist. Wir haben nur das, was er uns offenbart und was wir zu verstehen haben. Der Rest sollen wir auch nicht zu viel zu interpretieren. Richtig. Da kann man sich dran einigen. Ich habe mich vielleicht ungünstig ausgedrückt mit diesen, aber das sind ja Bilder, kann man auch nicht sagen. Unglücklich, meinst du? Wir sollen ja keine Bilder machen. Ja. Unglücklich hast du dich ausgedrückt, ja. Ja. Das sind irgendwie, das sind drei Sachen, die uns bekannt gemacht hatte, damit wir. Ja, Bild ist auch wieder ein schlechtes Wort dafür. Du sollst dir kein Bild machen von etwas, ja, im Himmel, auf der Erde oder genau, im Wasser unter der Erde. Aber ja, das sind drei Sachen, die genannt sind, den Heilige Geist und der Vater. Und ja, das sind, ich habe keine Worte dafür, das kann man nicht erklären. Na wunderbar, Marius, das ist genau, das ist doch genau der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Du hast keine Worte dafür, ich habe sie auch nicht und deswegen ergebe ich mich darin, wie der Autor das hier eben sagt, dass es ein Vernunftsündlein wäre, wenn ich das erklären wollte, was Gott gesagt hat. Das ist unerklärlich und geheimnisvoll und so ist es uns gegeben und so müssen wir es nehmen und akzeptieren. Wunderbar. Na, wenn sonst weiter keine Meldungen sind. Ich hätte noch etwas. Ach, bitteschön. Ja, also ich denke, die Menschwerdung ist ja ein elementarer Teil, dass Jesus Gott Mensch wurde. Das ist ja der Knackpunkt, an dem man den Geist des Antichristen sieht. Also das heißt ja... Der das verleugnet, ja. Der, genau, der das leugnet. Also ja, der Geist des Antichristen verleugnet, dass Gott im Fleisch erschienen ist, ja. Genau. Ich bin der Geist. Also ich stelle mir immer die Szene vor. Entschuldigung. Ja, Michael wollte irgendwas sagen dazwischen. Ja, ich sagte, ich bin der Geist, der stets verneint. Kennst du das aus Goethe Faust? Das ist von Faust, ne? Ja. Genau. Und eben diese Szene in der Wüste, als Jesus versucht wird. Mhm. Und der Teufel auf ihn zutritt, da ist ja auch Jesus Gott in diesem Moment. Hundertprozentig im Fleisch. Richtig. Und da spricht ja im Wort zum Teufel. Ja, wie soll ich sagen, ist sehr, der Punkt ist eigentlich, der Teufel tritt ja auf ihn zu und versucht ihn auf der materiellen Ebene zuerst, dann versucht ihn auf der geistigen Ebene und dann noch, dass er sich ihm unterwirft, dass er diese drei Stufen wieder. Und trotzdem, er ist ja, was will er mit dem Teufel einen Bund machen oder sich dem unterwerfen? Es geht ja nicht. Er steht ja da, er ist allmächtig. Also es ist schwierig, das zu erklären. Aber ich denke, das ist mein Punkt hierzu noch. Ja, ich denke, dass man das vielleicht so erklären sollte. Der Teufel hat versucht, den Menschen Jesus Christus zu verführen. Und hat dabei nicht berücksichtigt, dass er immer noch den Gott Jesus Christus vor sich stehen hat. Er hat Jesus Christus ja versucht zu verführen und hat gesagt, von all das werde ich dir geben, all diese Reiche, die Königreiche, all den Reichtum, die Macht und Autorität werde ich dir geben, wenn du niederkniest und mich anbetest. Das ist natürlich ein Angebot, das ein Mensch schwierig abschlagen kann. Und Jesus Christus war ja Mensch in dem Moment. Jesus Christus ist übrigens immer noch Mensch. Er ist als Mensch aufgefahren in den Himmel. Er ist der einzige Mensch, der im Himmel ist, wie die Bibel sagt. Es ist noch keiner in den Himmel gegangen, außer dem, der aus dem Himmel gekommen ist. Jesus Christus war nicht nur Mensch, er ist immer noch Mensch. Amen. Ja? Und der Teufel wollte den Menschen Jesus Christus verführen, der genauso versucht wird, wie wir auch. Als der Mensch Jesus Christus hier auf der Erde gewandelt ist, ist er in demselben Fleisch gewandelt wie wir. Jetzt hört mal zu, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen. Wir hatten da, glaube ich, letztens in Eine für alle, alle für eine drüber gesprochen, ne? Ja? Michael? Max? Hatten wir das oder habe ich das irgendwo anders gelesen? Ich meine, dass wir dann Eine für alle, alle für eine, die Himmelskönigin, drüber gesprochen hatten.
Die Lehre der römisch-katholischen Kirche ist sowas von subtil, genau wie die Schlange so subtil und so listig im Garten war. Die sagen, Maria ist unbefleckt empfangen, also Maria ist bereits ohne Sünde geboren und aus ihrer Substanz ist Jesus Christus vorgekommen. Das heißt, Jesus Christus war perfekt geboren worden und ohne Sünde geboren worden, weil er die Substanz der Maria hatte, nicht weil er die Substanz von uns hatte, weil Maria hatte eine ganz andere Substanz. Das ist die listige Lehre der römisch-katholischen Kirche. Das ist so hinterfotzig, das kann man schon fast gar nicht mehr begreifen, aber das ist so und so kriegen sie die Leute. Ja? Deswegen sollten wir wirklich ganz, ganz vorsichtig sein mit solchen Themen, wenn wir versuchen, solche Dinge zu analysieren, wie jetzt hier die Gottheit zum Beispiel. Wir müssen uns genauso damit abfinden, wie Marius und ich ja gerade zum Schluss der kleinen Diskussion oder Debatte darüber reingekommen waren. Gott hat uns bestimmte Dinge als unerklärbar für uns gegeben und Glaube liegt genau in dem Punkt, dass man eben akzeptiert, dass es so ist. Das ist der Glaube. Und das ist das Verhältnis zwischen Gott und Mensch. Und der Teufel hatte damals in Matthäus und Lukas jeweils Kapitel 4 mit der Versuchung Jesu Christi versucht, den Menschen Jesus Christus zu verführen, von dem er wusste, dass er in demselben sündigen Fleisch ist wie wir. Aber da Jesus Christus, ich kann es mir auch nicht erklären, 100% Mensch und doch 100% Gott gleichzeitig ist, hat er natürlich keine Chance dazu. Obwohl Jesus Christus im Fleisch auch versucht war. Und woher wissen wir, dass er im Fleisch war und dass er versucht wurde? Am Ende dieser Versuchung durch den Teufel steht geschrieben, weil er ja 40 Tage durch die Wüste ging, dass er hungerte. Wenn er nicht in demselben Fleisch wäre wie wir, dann würde er nach 40 Tagen doch nicht hungern. Aber er hungerte genauso, wie wir hungern würden, wenn wir 40 Tage nicht essen würden. Es ist ein ganz, ganz interessantes Thema. Ein Thema, auf dem man, glaube ich, lange mal drüber sprechen könnte, wo man viele verschiedene Bibelstellen anholen könnte, um sich dann mit den Bibelstellen auseinanderzusetzen und eine tolle Bibelstudie drüber zu machen. Die Versuchung Jesus Christi in Matthäus und Lukas Kapitel 4, die Erklärung der Gottheit oder eben nicht die Erklärung der Gottheit, sondern die Akzeptanz, dass Gott uns hier etwas gegeben hat, was wir eben so akzeptieren müssen, weil es für uns unerklärlich ist, weil es für ihn ein Geheimnis ist, weil er das als ein Geheimnis macht, und zwar nicht deswegen, weil Gott irgendetwas Geheimnisvolles gerne macht, sondern weil er einfach weiß, dass wir nicht dazu geschaffen sind, dass wir im Augenblick nicht in dem Zustand sind, um dieses Geheimnisvolle hier zu verstehen. Das sind wir nicht. Warum nicht? Weil wir gefallen sind von Gott. Wir haben Gott den Rücken zugekehrt in dem Augenblick, wo wir, sage ich jetzt mal stellvertretend, die Menschheit, wo wir von der verbotenen Frucht gegessen haben. Aber Gott den Rücken zugekehrt. Und wir müssen heute immer noch mit den Konsequenzen leben. Und der Einzige, der die Konsequenzen dieses, den Rücken zukehren dem Vater, umdrehen kann und uns gerecht machen kann vor dem Vater am Tag des Gerichts, das ist der Mensch Jesus Christus. Aber es geht hier um die Wandlungslehre, um das erklären zu können. Wie kann das denn sein, dass dieses Brot verwandelt wird in die Sehne, das Fleisch, die Knochen, alles, was den Körper eines Menschen ausmacht von Jesus Christus. Und doch ist es Brot weiterhin? Das kann man nicht verstehen. Und deswegen ist eben diese Wandlungslehre unvernünftig. Und sie ist nichts anderes als ein reines Vernunftsündlein, ein Erklären wollen des von Gott als unerklärlich und geheimnisvoll uns Gegebenen. Und genauso verhält sich das mit der Gottheit. Das finde ich schön, dass ich mal die Gelegenheit hatte, das zu erklären und darüber zu sprechen. Das lag mir im Grunde schon lange auf der Seele. Ja, gibt es da noch Bemerkungen? Ich hätte nur noch abschließend ein Vers noch dazu. Ja, bitte, wunderbar, gerne. Das ist im Johannesevangelium, das muss ich schnell schauen, das Kapitel 20, Vers 29. Jesus spricht zu ihm, zu Thomas: Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Ja, genau, tolle Stelle. Ja, und glückselig sind die nicht sehen und doch glauben. Ja, der ungläubige Thomas heißt das Kapitel, ja. Ne? Oder das Unterkapitel, ja.
Ja, genau. Der Apostel, der Jesus Christus an die Hand fassen musste, um seine Stellen zu fühlen, wo die Nägel seine Hand durchbohrt haben, und seine Füße fühlen musste, um die Stellen zu fühlen, wo die Nägel seine Füße durchbohrt hatten, um zu glauben, dass es tatsächlich Jesus Christus ist. Ja. Und Jesus Christus, der einen jeden damit erhebt, sage ich jetzt mal, er erhebt, ja, nicht wir erheben uns, sondern er erhebt diejenigen, die sagen von, was müssen die für einen Glauben haben, die das nicht gesehen haben, die das einfach nur glauben, weil ich es sage. Und so verhält es sich eben auch mit der Gottheit. Schöne Wendung, die du dazu gefunden hast, Alexander. Amen, ja. Sehr schön, ja. Gut, lesen wir noch mal eben in dem Buch noch ein wenig weiter. Und in der Tat, Rom gerade hat am wenigsten Ursache, auf eine wörtliche und buchstäbliche Schrifterklärung sich zu steifen. Denn es gibt kaum irgendeinen Glaubensartikel in seinem Systeme, den es nicht dadurch zu stützen sucht, dass es Schriftstellen, welche eine bildliche Auslegung schlechthin ausschließen, doch so erklärt. Ja, in diesem Satz, den wir gerade eben gelesen haben, lesen wir das jesuitische Dogma: Wenn die Kirche sagt, es ist weiß, dann sehe ich schwarz als weiß. Und wenn die Kirche zu schwarz sagt, es ist weiß, dann sehe ich es als weiß. Weil die Kirche es so erklärt, es ist die Autorität der Kirche, weil es doch so erklärt wird, das ist das Einzige, was zählt. Nochmal, der Satz ist wirklich sehr, sehr wichtig, genau wie die Diskussion vorher, aber lesen wir ihn nochmal. Und in der Tat, Rom gerade hat am wenigsten Ursache, auf eine wörtliche und buchstäbliche Schrifterklärung sich zu streifen, denn es gibt kaum irgendeinen Glaubensartikel in seinem Systeme, den es nicht dadurch zu stützen sucht, dass es Schriftstellen, welche eine biblische Auslegung schlechthin ausschließen, doch so erklärt. Die Bibel schließt es aus, die römisch-katholische Kirche sagt, es ist doch so. Wir beschließen, verkünden und erklären. Ja, so haben sie das immer formuliert auf ihren Konzilien. Welch ein Angriff auf die gesunde Vernunft des Menschen. Was glaubt ihr, warum das antichristliche System seit Jahrhunderten versucht, die gesunde Vernunft des Menschen entweder zu unterdrücken? Das haben sie in der Zeit des dunklen Zeitalters getan. Oder in der Zeit, wo wir jetzt selber die Bibel in der Hand halten, unsere gesunde Vernunft uns abzutrainieren. Durch Indoktrination von morgens bis abends. Entweder durch Medien, Fernsehen, Film, Musik, nenn es mal, was es ist. Oder eben auch in der Schule und in den ganzen Lehrinstitutionen und auf der Arbeitsstelle überall will dieses antichristliche System unsere gesunde Vernunft abschaffen. Ich meine, dieses ganze Corona-Getue von dem Augenblick ist doch genau dasselbe. Denkt bloß nicht nach, kommt nicht drauf, dass da gar nichts hinter ist, sondern nehmt das an, was wir euch erzählen. Das ist eine weltweite Pandemie, die in Deutschland gerade mal zu 0,001% Toten geführt hat im Verhältnis zur Bevölkerung. Eine furchtbare Pandemie ist das. Welch ein Angriff auf die gesunde Vernunft, auf den gesunden Menschenverstand des Menschen, auch diejenige, welche sich willig in den Gehorsam des Schriftzeugnisses gibt. Dieses Wandlungsdogma ist, brauchen wir doch nicht des Weiteren auseinanderzusetzen. Wohl aber müssen wir darauf aufmerksam machen, dass eine Abstraktion von aller sinnlichen Wahrnehmung, ja, ein Widerspruch gegen dieselbe, ein vollständiges Verhöhnen derselben, wie die römischen Bekenntnisschriften es fordern, obschon gerade sie anderweitig einen Sinnenkultus in der ausgedehntesten Bedeutung des Wortes errichten, zum vollständigsten Unglauben führt. Bei dem Verfahren, durch welches Rom das Wandlungsdogma zu retten versucht, ist es genau in der Lage derjenigen Geschöpfe, welche in der Anstrengung der Selbstverteidigung mit ihrem Stachel auch ihr Leben opfern. Ne? Die Bienen. Ne? Es rettet jenes Dogma auf Kosten des Christentums.
woher wissen wir die Existenz Christi? Woher wissen wir die Existenz Christi? Durch das Zeugnis der Männer, welche den, der von Anfang war, gehört haben mit ihren Ohren und gesehen mit ihren Augen und mit ihren Händen betastet haben. Hast du das vorgelesen, Alexander? Nee, das war Eingebung, ne? Der ungläubige Thomas. Ja, hier ist 1. Johannes 1,1, aber ne? Mit ihren Händen betastet haben. Da kann man ja jetzt die Stelle anholen. Wo war das? Johannes 20? Genau, Johannes 20, Moment. Vers 29, glaube ich. Lies nochmal vor. Mit ihren Händen betastet haben, ja? Moment schon. Ich muss erst aufmachen, wie ich hab's zugemacht. Ja, also. Kann passieren. Ich wiederhole den Satz nochmal, bis dann hast du es gefunden. Durch das Zeugnis der Männer, ja, daher wissen wir die Existenz Christi, durch das Zeugnis der Männer, welche den, der von Anfang war, gehört haben mit ihren Ohren, gesehen mit ihren Augen und mit ihren Händen betastet haben. Ja, ich hab's. Also es fängt eigentlich vorne an, Vers 24, Thomas aber, einer von den 12, der Zwillinge genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagte ihm die anderen Jünger, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht an seinen Händen das Nagelmal sehe und meine Finger in das Nagelmal lege und meine Hand in seine Seite lege, so werde ich es niemals glauben. Und dann trifft er Jesus und Jesus sagt dann zu ihm, Jesus spricht zu ihm, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Ja, danke schön. Eine schöne Stelle, wie gesagt, eine schöne Stelle, die wir hier nochmal eben haben. Kraft desselben sinnlich empfangenen Zeugnisses, also durch die Augen, durch die Ohren und durch die Hände ertastet, glauben wir an seine Wunder. Wir glauben dem Worte der Menschen, welche das in Wein verwandelte Wasser geschmeckt, mit dem von den Toten erstandenen Lazarus gesprochen haben. Woher wissen wir, dass ein Gott ist? Der Augenschein seiner Werke, die Anhörung seines Wortes, beides Prozesse der Sinne, überzeugen uns davon. Kurz, es gibt nichts auf der Welt, von dem die Kenntnis uns nicht durch die Sinne käme. Und wenn wir ihren unmittelbaren, durch das Zeugnis der Jahrhunderte bekräftigten Wahrnehmungen misstrauen, können wir überhaupt nichts mehr glauben. Wir können dann nicht mehr glauben, dass es eine Welt, überhaupt irgendetwas gibt und tun am besten, Humes Prinzip anzunehmen, nach welchem außer unserem Geiste nichts, weder Körperliches noch Geistiges, existiert. Und das finde ich eine gute Stelle, um die Lesung für heute nach etwas über einer Stunde abzuschließen. Und wie ich bereits am Anfang des Videos angekündigt habe, ihr seht, ich habe euch nicht zu viel versprochen. Wir gehen in ein Thema rein, das wir in vielen, vielen Stunden, unter anderem in 3 Sitzungen in Babylon Mysterien Religion durchgekaut haben, im wahrsten Sinn des Wortes. Durchgekaut, auf die Hostie gekaut. Nee, niemand, der hier ist, nimmt die Hostie, aber kleiner Scherz am Rande. Und trotzdem gibt es immer wieder neue Gesichtspunkte, neue Dinge, über die man sprechen kann. Und natürlich auch, weil ich eben hier mal über die Trinität sprechen wollte, die rein babylonische Lehre ist und die keine Erklärung der Gottheit ist, wie sie in der Bibel uns mitgeteilt wird. Tja, wir haben gesehen am Beispiel des Thomas, was der Alexander uns vorgelesen hat, dass es immer wichtig ist, seine Bibel dabei zu haben. Und die Bibel suchen zu können, nachschlagen zu können und Dinge nachschauen zu können, um zu sehen, ob die Dinge auch wirklich so sind. Alles immer an der Bibel messen. Ihr müsst mir nicht glauben, ihr müsst dem Alexander nicht glauben, dem Marius nicht glauben, dem Michael nicht glauben, ihr müsst keinem Priester glauben, keinem Freund, keiner Freundin, keinem Vater, keiner Mutter, keinem Chef, keinem niemanden Menschen, sondern glaubt Gott. Lehrt Gott kennen, lest sein Buch, lest sein Wort, studiert sein Wort, lernt kennen, wer er ist. Ob er sich jetzt manifestiert als Vater, Sohn und Heiliger Geist, lasse ich jetzt mal eben zurückgestellt sein. Gott ist einer.
Er ist der eine, der uns geschaffen hat. Er ist der eine, der dafür sorgt, dass wir in dieser Welt leben. Und wir lesen in seinem Wort nach, dass es für uns bestimmt ist, einmal zu sterben und danach das Gericht. Sorgt dann dafür, dass ihr vor dem Gericht einen Anwalt habt, der für euch einsteht und der sagt, ich bezahle die Schuld für der hier vor Gericht steht. Ich wasche mit meinem Blut seine Kleider weiß wie Schnee. Dafür müssen wir das Wort ganz einfach kennen und ab und zu mal lesen. Bis zur 35. Sendung dieses fantastischen Buches von James Edgar Wiley aus 1853. Bitte lest eure Bibel. Maranatha.